Meine Damen und Herren, Ihnen wird also aktuell erzählt, der russische Rubel steht massiv unter Druck. Ich sage Ihnen, Sie haben keine Vorstellung, unter was für einem Druck die Knöpfe meiner Weste und meines Hemdes aktuell stehen. Es wird dringend Zeit für eine Diät, darüber soll es aber heute nicht gehen. Mein Name ist übrigens Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKC Management. Ich führe Sie jetzt mal ein in die Realitäten des aktuellen Zustandes des russischen Rubels. Los geht's. Starten wir los. Wie ich meine, heute wirklich ein perfektes Timing. Das werde ich Ihnen nachher gleich auf dem Chart zeigen, denn der russische Rubel hat im Rubel-US-Dollar-Währungsverhältnis heute wieder ein ganz bestimmtes, am heutigen Tag, also jetzt, ein ganz bestimmtes Level erreicht. Das zeige ich Ihnen nachher an den Charts. Jetzt gleich vorab, was zeige ich Ihnen heute, um was geht es? Wie der Titel schon heißt, was bringen die Sanktionen, der Rubel nach Absturz wieder voll erholt? Wir werfen hier gerade mal einen Blick auf unseren Trading Room. Schauen Sie hier drauf, das ist unser Trading Room unter www.hkcmanagement.de. Dem kann jeder Abonnent voll zugehen. Da schreiben unsere Analysten drin Berichte. Sie können Live-Charting machen, darum geht es jetzt nicht. Gehen wir mal kurz runter. Twitter, was ist eine Poison Pill? Da schreibt der Herr Winter. So, hier Herr Sentürk, der russische Rubel, was sagt uns die Kurve? Das ist der Bericht, sehr, sehr interessant. Da möchten wir Sie heute mal durchführen, um hier auch, wie ich meine, ein paar Illusionen, die sich der Westen macht oder auch die den Bürgern, das ist jetzt meine Behauptung, vorgegaukelt werden, zum Thema Absturz russischer Rubel, russische Wirtschaft unter massivstem Druck, kurz davor zusammenzubrechen, jeden Tag kurz vor dem absoluten Kollaps. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal fern von Meinungen, die auf Emotionen basiert sind, einfach direkt am Chart an. Ich führe Sie mal kurz durch, lese Ihnen den Bericht vor, wie ich meine, sehr interessant. Und am Ende schreiben Sie mir selber gerne mal ganz offen und wie wir es in dieser Community hier auch pflegen, respektvoll bitte rein. Was meinen Sie, woran liegt das aktuell, dass wir diesen Zustand haben, in dem wir jetzt wieder sind? Ja, woran liegt das? Ich führe Sie jetzt aber erstmal in den Artikel rein. Sie lassen diesem Video gerne ein Like da, wenn Ihnen das Ganze gefällt und gerne auch zahlreiche Kommentare. Also starten wir los. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine intensivierte sich die Volatilität der Finanzmärkte erkennbar. Volatilität bedeutet die Schwankungsbreite. Ja? Also die Breite im Chart, in der ein Kurs sich bewegt, hat sich stark erhöht. Damit ist die Volatilität hochgegangen. Während es bei vielen Aktien nach unten ging, entluden Energiewerte wie Öl und Gas ihre Energie nach oben. Das alles gilt für die globale Wirtschaft. National, also in Russland, wurde die Wirtschaft massiv durch eine Welle von Sanktionen belastet, die darauf abzielten, den Spielraum und das Wachstum der russischen Wirtschaft einzudämmen. Hierbei wurde auch oft von der Zerstörung der russischen Wirtschaft gesprochen. Sie haben das alle in den Medien gesehen. Wir wurden alle, wie ich meine, darauf geprimed, darauf hingeführt, zu denken, so wie die Russen wahrscheinlich damals gedacht haben, der Einmarsch oder die Invasion in die Ukraine sei eine Sache von wenigen Tagen, bis sie dieses Land unter Kontrolle haben, so sollten wir denken, dass diese massiven Sanktionen auf Russland, auf die russische Wirtschaft, den Russen in dem Sinne in wenigen Tagen in die Knie zwingen sollten. Ich sehe hier ganz anderes. Unterstützt wurde dies auch medial, indem man jede Sanktionsentscheidung in die Schlagzeilen schrieb. Ich denke, man kann schon sagen, dass ein flächendeckendes Gefühl entstanden ist, dass die Weltwirtschaft Russland den Rücken zugekehrt hat. Aber ist dem so? Mal abgesehen davon, dass Rohstofflieferungen weiter fortgesetzt werden und planmäßig verlaufen, ist auch die russische Börse wieder geöffnet. Die Kurse liegen erwartungsgemäß unter den Vorkriegspreisen, aber halten sich im Rahmen normaler Korrekturen. Das schauen wir uns nachher gleich im Chart an. So liegen die Verluste von russischen Großkonzernen wie Yandex, Lukoil, Gazprom oder Aeroflot irgendwo zwischen 28% und 50%. Zum Vergleich können wir Meta-Plattforms heranziehen, welches eines der größten Unternehmen der Welt ist. Hier wurden von Anfang Februar bis Mitte März über 40% hergegeben. Meta-Plattforms, also Facebook,
hat nicht mit den scheinbar härtesten Sanktionen, die jemals über eine Wirtschaftsnation verhängt wurden, zu kämpfen und hat trotzdem 40% abgegeben. Nur um hier mal einen Vergleich darzustellen. Von Wirecard-artigen Verlusten kann hier also nicht die Rede sein. Ein etwas deutlicherer Faktor, um zu bewerten, wie es um die undurchsichtige Lage der russischen Wirtschaft steht, könnte der russische Rubel sein. Der Grund dafür ist, dass der Wert der Währung zu einem gewissen Maß die Präsenz von Fremdkapital in Russland anzeigt. Zudem spiegelt der Wert des Rubels in diesem Kontext möglicherweise wider, wie integriert Russland in der Weltwirtschaft ist oder eben auch nicht. Wenn der Rubel schwächelt, bedeutet es, dass die Nachfrage nach der Währung nachlässt. Warum könnte das der Fall sein? Man möchte keine russischen Produkte oder Dienstleistungen erhalten. Das ist ja auch das, was hier immer klar wiedergespiegelt wird. Hier wird alles gecuttet, man kauft nicht mehr von Russen, man meidet die Produkte. Da der Rubel keine weit verbreitete Leitwährung ist, ist die praktische Anwendung größtenteils auf die Grenzen des Landes beschränkt, wenn man es einfach mal einfach darstellt. Aus der Investmentsicht bedeutet ein Verkauf von Rubel, dass man entweder um die Sicherheit der eigenen Geldanlage in Rubel bankt, man keine nachhaltige Wertschöpfung erwartet oder lediglich einen spekulativen Handel eingeht. Wenn man aber Rubel kauft, so muss man all diese Dinge aus gegenteiliger Perspektive betrachten. Was ist also mit dem Kurs passiert? Mit dem Einmarsch von der Nacht des 23. Februar zum 24. Februar ist der russische Rubel gegenüber dem US-Dollar um etwas über 10% abgefallen. Am Folgetag stieg der Rubel aber wieder um etwa 10% und machte fast die anfänglichen Verluste wieder wett. Danach jedoch nahm der Rubel über 45% bis zum 7. März ab. Das ist hier diese Bewegung, die wir sehen können. Erstmal der Gapdown, das ist hier auch damals, wenn Sie sich erinnern, da waren ja viele Videos im Internet hier, Gazprom jetzt noch einsteigen, soll ich nicht. Viele Leute sind auch noch eingestiegen, wie ich den Kommentaren entnehmen konnte. Dann wurde die russische Börse geschlossen, es wurde russische Unternehmen aus dem Handel rausgenommen. Es hieß, die werden alles nur noch Penny-Stocks sein in Zukunft, was ich damals schon eine sehr, sehr komische Behauptung fand, weil diese Unternehmen ja wirkliche Milliardensubstanzen haben. Die haben ja Substanz. Wie sollte da gleichzeitig Penny-Stocks daraus werden? Ja. So, was ist passiert? Wir führen hier mal weiter. Wir haben hier dann auch das Tief der Korrektur hier in Rot für Sie eingezeichnet. Dies ist natürlich eine rapide Bewegung und als Schock für die Wirtschaft zu werten. Damit hätten wir auch die Analyse schon abschließen können, wenn der Kurs so geblieben wäre. Wenn also die massiven und weltweiten Rubelsanktionen das getan hätten, was uns die Medien glaubhaft machen wollen, nämlich eine völlige Zerstörung der russischen Wirtschaft. Jedoch stieg der Rubel massiv nach diesem Tief an. Mit dem heutigen Tag notiert das Rubel-US-Dollar-Währungsverhältnis wieder auf dem Vorkriegsniveau. Das sehen wir hier, das ist der aktuelle Stand jetzt gerade. Vorkriegsniveau hier, wenn wir das auch mal noch ein bisschen zurückspulen wollen, dass Sie sehen, das stand hier in dieser Range die Monate davor und wir bewegen uns gerade wieder in diese Range rein. Wir standen hier sogar schon mittendrin wieder. Ja, alles sehr interessant. Mit dem heutigen Tag notiert das Rubel-US-Dollar-Währungsverhältnis wieder auf das Vorkriegsniveau und kam zwischenzeitlich auf leicht über 105% Zuwachs seit dem Korrekturtief. Das ist also von hier aus gerechnet. 105% Zuwachs. Beim aktuellen Blick auf den Chart kann man konstatieren, dass es sich um ein völlig normales Level handelt, von dem wir jetzt sprechen. Die Nachfrage nach der Währung mit stark limitierter Anwendung ist nicht nennenswert abgefallen. Wenn man diesen kurzzeitigen Knick in der Kurve mal außen vor lässt, also diese ganze Bewegung. Natürlich, und das ist das, was ich immer wieder sage aus der charttechnischen Elitewave-Sicht, schauen Sie sich das mal so an. Was haben wir hier? Durch stark beeinflussende Fundamentalereignisse. In diesem Fall einen Krieg, der, manche sagen, schon zum Flächenbrand geworden ist. Kann man durchaus so sehen, denn die halbe Welt liefert Waffen hin, um den Frieden möglichst schnell wieder zu sichern. Wir haben hier massivste Sanktionen, ja, offensichtlich oder wie uns gesagt wird, massivste Sanktionen, die die Russen in die Knie zwingen. Dadurch haben wir eine richtig starke Vola bekommen, wie ich es ja aus der Elite Wave Sicht auch immer erläutere.
Fundamentale Ereignisse können eine extreme Schwankungsbreite hervorrufen, aber nicht, und zwar egal wie stark sie sind, den nachhaltigen Trend eines Marktes verändern. Wir stehen hier nur wenige Monate nach Ausbruch des Krieges, während wir immer noch im Krieg stehen, heute scheinbar die russische Großoffensive begonnen hat, wieder auf dem Ausgangslevel, auf dem wir vor dem Krieg standen. Schreiben Sie mir sehr gerne, bitte sachlich, Ihre persönliche Meinung rein, wie das sein kann. Mal abgesehen von dem, was ich hier sage, charttechnisch, wie kann das sein, wenn die ganze Welt zusammenhält, um die russische Wirtschaft, die ja scheinbar so unbedeutend ist, zu schwächen, wohlgemerkt, russische Wirtschaft, Ersatzteillieferungen und so weiter, die haben da Probleme. Aber wie kann es sein, dass das Rubel-US-Dollar-Verhältnis aktuell wieder auf dem alten Level ist? Wie geht das? Meine Sicht auf dieses Thema ist, dass Russland zwar weiterhin unter starkem wirtschaftlichem Stress steht, jedoch ist die zwischenzeitliche Erholung des Rubels nicht weniger als erstaunlich. Wie stark die Sanktionen das Land wirklich getroffen haben, werden wir wahrscheinlich erst in Zukunft wissen, wenn diesbezüglich die ersten Daten und akademischen Aufarbeitungen eintrudeln. Die weithin geltende Behauptung, der Westen mache mit stärksten Sanktionen, die jemals über ein Land verhängt wurden, das ist ein Zitat, den Russen die Hölle heiß, müssen bei der neutralen Betrachtung des Rubel-US-Dollar-Verhältnisses zumindest einmal in Frage gestellt werden. Und das ist das, was ich auch immer versuche mitzugeben, stellen Sie Dinge bitte in Frage. Grundsätzlich, genauso von westlicher Propaganda wie von russischer Propaganda oder umgekehrt, es spielt keine Rolle. Am Ende ist dies ein Informationskonflikt, bei dem jede Seite versucht, sich 10-mal besser darzustellen, als sie eigentlich ist. Und deswegen ist es an uns Bürgern, und wenn Sie auch ein mündiger Bürger sein möchten und in Zukunft einfach grundsätzlich Dingen mit einer anderen Sicht begegnen wollen, weniger Naivität, dann ist es wichtig, die Betrachtung etwas zurückzunehmen, einfach mal auch direkt die Fakten anzuschauen und was wird offiziell dargestellt und was ist es dann. So, ich freue mich jetzt auf eine rege Unterhaltung mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Machen Sie es gut. Danke.